Hallöle, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Wolf Let's Play Nummer 4. Wir haben ja die Verfolgung aufgenommen zu dem Fänger von Roggen und sind jetzt hier in irgendeiner, ja, kann man sagen, Großstadt. Oder? It's in this awful building that his lifeless body was found. A bookcase covering his chest. The collected works of Da Vinci accompanied him in eternal rest. Early that Thursday morning, hawkers set up stalls and goods. When word of his death reached the market and a friend of father was summoned to bring the bad news to the woods. Okay, dann halt den Fabrikhauptsitz. Ohne. Ja. Wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Halt ich fest. Gut. Good thing I'm not afraid of heights. Da unten laufen sie schon wieder einen Marschschritt. Was mir allerdings bisher auch immer gut gefällt, ist die Musik. Also die macht ja hier wirklich klasse Arbeit. Kann man die hier irgendwie schieben? Wäre dann Nummer 1. Hab darauf. Jetzt müssen wir mit einem Doppelsprung hier rüber. Ah, fast wäre ich noch. Jetzt ist nur das Problem. Ja. Ist ja blöd. So nochmal. Gucken wir mal. Kann man es ja irgendwo hier vorbeischleppen. Oh, nein. Rauf da. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Mit einem Doppelsprung. Ob sich dann die andere Plattform da öffnen wird? Ich mag es zu bezweifeln. Zweimal zum Doppelsprung. Und ja, genau das ist auch passiert. Aber ich soll es ja weitergehen. Blöd jetzt. Ich will nicht nochmal sterben. Was leuchtet denn da oben so komisch? Müssen wir jetzt ernsthaft irgendwie kämpfen oder so? Irgendwas übersehen. Nochmal zurück. Ansatzweise. Ne, da ist nichts. Was tun? Was tun? Kommt ihr um Kampf nicht herum? Die Frage. Ich
kommt ja wohl nicht drum herum. Gut. Dann soll es wohl so sein. Aber auch kein Rad oder so. Merkwürdig. Hier geht's auch nicht rein. Kann mich mal jemand aufklären? Bin ich gerade zu blöd? Rotkäppchen, gib mir die Kraft. Das klemmt. Da hält sie sich auch nicht fest. Für Doppelsprung. Ja, aber da öffnet sich ja nichts. Da oben leuchtet es aber. So, bis dahin kommt wir aber nicht. Cool. Dann kämpfen wir uns halt durch. Sein muss. Egal. Ihr Loser. So, das sind auch noch zwei, die machen wir jetzt auch noch platt. Hep. Ich hätte mal in die Lehre bei Zorro gehen sollen, wa? Das funktioniert nicht. Gehen wir mal hier weiter. Granny's healing potions attracted crowds from near and far, as did Mother's smile. She loved the market, the smell, the noise. My, how she was courted by the bravest of Olga's boys. Until one of them crossed the line, and Granny decided to keep her from the city. She was a vision. My memories of her have faded, but I still remember my mother being very, very pretty. Ist das jetzt normal, oder? Na, dann kämpfen wir uns einfach mal weiterhin durch. Irgendwas muss es ja hier geben. Verstehen. Oh. Okay. Ah, ich muss da also drauf springen. Okay. Hopp. Und hepp. Lauf, lauf, lauf. Da runter. Dann darauf, ja. Wunderbar, cool. Jetzt hätte sich das Thema auch schon mal erledigt. Ah! Wie gemein, der hat einen Elektroschocker. Ey, hier.
Elektroschocker. Ich kann mir schon vorstellen, was der Typ mit einem anfangen will. Ey, das ist doch nicht fair. Ein Schock und ich bin weg. Da schnell. Oh mein Gott, ich mag mir gar nicht vorstellen, was der Elektroschocker tut, nachdem wir bewusstlos sind und Co. Ah, guck mal einer an. Na. Dickster, ich nicht nochmal gegen euch kämpfen. Ich bin doch nicht blöde hier. Komm, lauf, Rotkäppchen, lauf! Sonst machen die Ausländer dein Käppchen noch was anderes rot von dir. Ach, ist das denn jetzt zu glauben? Ist die Alte noch zu blöd zum Springen? Und jetzt aber hier. Hep und hep. Und jetzt ist mal. Oh, da hat sie Plumpf gemacht. Okay, nochmal. Doppelsprung. Ah, geschafft, wunderbar. Jetzt geht's hier weiter. Komm, jetzt packen wir es. Und wir sind weiter. Father spoke in drawings, more often than in words. Charcoal was his mother tongue. He sketched the most beautiful stories I've ever heard. Grace, what is she doing here? With no mother to tuck me in, it was this tiny woman who stood by my bed and lulled me to sleep. Father made her in 22 days. Sized piece of comfort. I named her Grace. I'd forgotten all about her. She used to protect me from imaginary monsters. I hope she works her magic on real ones too. Na, kennt jemand von euch noch diese Spieluhr? Father's notes, scattered and fragmented, like his mind often was. Pinocchio, you rascal. I tell your story night after night. If only my little girl knew how much you and I are alike. Living a life with many strings attached, and an ever-growing nose to pay our dues. If only we could cut the cords. Am I a creator if what I create destroys? Is a toy still a toy on the devil's playground? It pays the bills. It feeds my child what it kills. Innocent people and me on the inside. Cool, Pinocchio und so. Jetzt wird's düster. So, was haben wir denn noch so hier? Dear Mr. Wolf, after careful consideration, I've decided to resign from my function at Wolf Industries. I hereby give you my 2 weeks' notice. Sincerely, Joseph Barr. So, Father quit? I didn't have a clue. Wolf must have really screwed his mind. If only we knew. But wait. The letters date. That's when Father died. Sehr mysteriös. Oh, bitte lass mich ihn jetzt foltern. Is that what I think it is? Did my father do what I think he did? He told me he designed toys. Well, this is hardly suitable for little girls and boys. Did these 10 cadets, whom I've slaughtered by the dozen, originate from your mind? This can't be true. This isn't you. This is not you.
I came here looking for clues, but now I'm even more confused. I need some air. Für ein böser, böser Kerl war denn unser Vater? Bitte, wenn das wirklich unser Vater war. Welche Grausamkeiten. Lauf, 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 lauf. Mehr von denen. Hilfe, Polizei, Vergewaltiger sind hinter mir her. Hilfe, Hilfe, Polizei, ganz böse, böse Männer. Lauf, Rotkäppchen, du kannst den bösen Männern entkommen. Lauf, kleines Mädchen, lauf. Ich glaub nicht. Nee, da ging's nicht lang. Zack, wieder dieser böse Elektroschocker, okay. Jetzt dürfen wir allerdings wieder von vorne anfangen, toll. So, lauf nochmal, Rotkäppchen. Die bösen, bösen Vergewaltiger sind hinter dir her. So, ich meine, hier war doch das W irgendwo. Oder auch nicht. Ah, da war es W. Blöd. Mal laufen wir hier entlang. ETF. Wohin? Geht's nicht weiter. Was tue ich denn jetzt nur? Ist doch blöd. Aber die können da einfach durchglitschen, wa? Schweine hier, Cheater. Ja, und jetzt haben sie mich erwischt. Okay, blöde Idee, nochmal. Oh, der ist knapp hinter mir. Auf, Rotkäppchen, lauf. Kannst du schaffen. Um das Mädel kann man sich auch nur ständig Sorgen machen, ne? Da geht's lang. Oder auch nicht. Okay. Oder auch doch. Merkwürdig. LB und B drücken für Axtwurf. What? Did you see that? Didn't know I had that trick up my sleeve. Can't wait to tell Granny. Wing.
Ja, hätten wir das mal vielleicht vorher gewusst. Danke, Rotkäppchen. Hätte man sich einiges ersparen können. Hier ist wieder ein Weg. Ich weiß zwar noch nicht, wofür die sind, aber das werden wir, glaube ich, herausfinden. Jetzt schleichen wir nochmal an diesen irren Vergewaltigern vorbei, damit wir auch ja nicht in Kampf geraten. Klingt komisch, ist aber so. Und ihr seid platt. Hättet ihr nicht gedacht. Okay, und weiter. Oh, da stehen wieder welche. Zwei auf einmal. Und nochmal. Ja. Und du bist auch platt. Können wir da irgendwie rüberfahren? Fährt das jetzt darüber? Ich hoffe doch. Nee, tut's nicht. Ach, blöd. Überlaufen da können wir auch nicht. Chip, Chip, Kartoffel, Dip, Chip, Chip, Kartoffel, Chip, Dip, Dip. Komm, ich will wieder darüber. Ah, Chip, Chip, Kartoffel, Dip. Warte mal. Kann die Alte eigentlich trucken? Ja, sieht fast danach aus, ne? Guck mal hier. Shaker, 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 Shaker. Ui. Echt mit einem Doppelsprung. Ja! Haha! So. Jetzt wieder zurück. Also an denen komme ich ohne Kampf nicht vorbei. Geschafft. Okay. Da ist ja wieder. Hey, where do you think you're going? Too scared to show your face? Why doesn't this wannabe boat have a steering wheel? Wirft uns aber jetzt gut zurück. So was Blödes aber auch. Nee, nee, nee. This is turning out to be a fairy tale after all. Und da gehen wir auch schon baden. Toll. Okay, ich würde sagen, ab hier an beende ich mal das Ganze, bevor das Video noch zu lange dauert und ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Wolf. Wenn euch das Ganze gefallen hat,
hinterlasst einen Daumen nach oben, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder zum Beispiel, ja, meine Mikrofonqualität ist ja nicht gerade die beste, dann lasst mir doch ein paar Vorschläge da. Ansonsten abonniert Baselife World oder meine Like-Seite Whipbrother Anubis and Friends, ansonsten Baselife Gaming, wenn euch das Ganze natürlich gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt. Ansonsten sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.